Hallo Shiva Caddies, hier ist wieder eure Josie mit einer neuen Folge der Twitch Clips Germany. Ja, und ich hatte es letzte Woche ja schon angekündigt gehabt, es ist die Folge 222. Allerdings kein Jubiläum, weil zu früh. Ja, wir wollen ja nicht das den Geburtstag vorziehen, der, wo er da nicht hingehört, gell? Und heute hat die Yubai die Einleitung und eins muss ich sagen. Bei dem Titel bin ich mir ein bisschen unsicher. Und zwar wird Pärchen nicht mit Doppel-Ä geschrieben? Weil hier steht nämlich Pärchen-Toilette mit einem Ä. Ja, ich liebe ja das Ä. Das kennt ihr ja von mir, beziehungsweise das Ä. Und ja, da war sie das. Und ja, wir schauen mal, was es damit auf sich hat. Deswegen wechseln wir jetzt mal rüber in den Live-Bereich. Ach ja, den nicht, dass ihr euch wundert, ich hatte mich auch erst irritiert, ich dachte, Moment mal, habt ihr jetzt die falsche Folge hochgeladen, aber es geht in diesem Fall nicht um das, was ihr im Hintergrund seht, sondern das, was ihr im Vordergrund seht. Also dieses Katzengirl hier vorne, das ist das, was wichtig ist, nicht das, was im Hintergrund ist. Sie reagiert nur darauf. So, und jetzt starten wir rein und gucken, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Und hoffen, dass es dieses Mal auch wieder einen Spruch der Woche gibt. Richtig, wenn du jetzt sagst, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany, bist du drin. Mach mal da direkt rein. Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das wirklich? Wenn ich einfach sage, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany, viel Spaß mit Video, das funktioniert? Ich glaube nicht. Doch, es funktioniert und deswegen auch ein Willkommen von mir bei den Twitch Clips Germany. Schauen wir sie uns zusammen an und sehen, was es diese Woche so alles Lustiges gibt. Da schaffen wir es ja auch rein. Da sitze ich auf dem Pott und dann grinse ich so richtig, richtig so. Ich scheiße gerade. Aber man sah alle Zähne einfach so. Es gibt Dinge, über die würde ich nicht in einem Stream diskutieren. Auch über solche Sachen würde ich nicht diskutieren. Aber wie stark muss man drücken? Nee, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Schnell weiter, bevor ich die Gedanken zu vermessen. Die Schränke ticken aus. Und irgendein Schatten läuft von links nach rechts. Ich hab so Angst, oh mein Gott. Schränke bewegen sich und ein Schatten. Boah, das ist zu viel für mich. Hä? Ja, das ist, wenn man sich selbst und die Erschreckerei lustig macht, aber nicht damit rechnet, dass noch was Schlimmeres kommen könnte. Das war cool. Ja, ich weiß. Ich sollte da auch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich fand's cool. Echt cool. Geil. Wer möchte Zug fahren? Wer noch nicht? Wer möchte nochmal? Warte, da war's. Meine Cola ist aufgelaufen. Mein ganzer Boden ist voller Cola. Starthilfe für den Zug. Oh mein Gott. Nana, die war voll, als sie hier stand. Ich hab das Handtuch zum Saubermachen. Das bringt gar nichts, mich aufzuregen. Seht ihr das? Ich hol mal ein Handtuch. Ich guck mal, ob ich eins finde. Kleine Menge Cola, große Wirkung, das ist aber meistens so, also ihr müsst euch mal merken, Flüssigkeiten verteilen sich großflächig, das weiß ich hier, bei mir hatte ich das vorletzte Woche, da habe ich hier alles unter Wasser gesetzt, auf meinem Schreibtisch, das war richtig lustig, aber wisst ihr, was der Vorteil war, auf der linken Seite ist jetzt mein Schreibtisch völlig in Ordnung, genau, das passt wunderbar. Ich muss nur noch die rechte Seite aufräumen. Weil allerdings, ja, genau. Was? Heuleiser Chantal ist doch nur wegputzen. Schlimmer wäre es, wenn es ein weißer Teppich ist. Ja, da hast du recht, Kistenkater.
Es wäre wirklich schwer. Und wenn sie nicht so Blödsinn gemacht hätte mit ihrem Chuchu, der Zug und so weiter, wäre es vielleicht gar nicht passiert. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Cola nicht richtig zugeschraubt hatte, denn sie war ja offen. Und sie hat sie einfach umgeschmissen. Und deswegen ist es ausgelaufen. Weil sie sich so auf ihren Stream konzentriert hat, ist das nicht passiert. Deswegen habe ich Trinken immer nur auf dem Tisch, nicht unter dem Tisch. Also zumindest nicht offen. Genau, weiter geht's. Sie können nichts. Doch. Doch, fliegen. Ja, sowas gibt es immer wieder. Das haben wir ich glaube in jeder Folge Twitch Clips Germany haben wir eine Person, die nicht richtig schießen kann und dann solche akrobatischen Übungen einführt. Ja, lustig ist es, wenn man es lustig findet. Ja, genau. So, und da haben wir Starfield, das absolute Superspiel, neben meinem Wunschspiel, nämlich Baldur's Gate 3. Aber es gibt auch sehr viel Kritik an diesem Spiel, muss ich dazu sagen. Das habe ich noch nie erlebt. Zu viele Kniebeugen. Noch nie. Ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt worden. Die steilen Blütern ist nicht zu spaßen. Hier drin auch. Bereit zum Aufbruch? Das sind diese Bugs, von denen ich gerade geredet habe. Obwohl, Bethesda verkauft die als Features. Ja, genau. Im Übrigen, weil wir es gerade bei dem Spiel mit Bethesda und so haben, Bethesda ist ja unter anderem auch für ESO online, also Elder Scrolls Online zuständig. Denkt dran, für den 25. steht immer noch mindestens einstündiger Spiele-Stream an. Wenn ihr, ihr könnt ja auswählen zwischen den drei Spielen, die ich zur Verfügung habe, dem WoW, Final Fantasy 14 und Elder Scrolls Online, unten in die Kommentare damit oder hier in den Stream, in den Chat, was ihr am liebsten gerne sehen wollt. Und dann gucken wir mal, dass ich das dann auch entsprechend spiele. Fast. Dann muss ich mal kurz nachgucken. Junge, guck dir das an. Das ist ein großes Tor, sieht aus wie ein Penis. Ich sag doch, die Community richtet sich immer noch dem Stream an. Eins muss man sagen, wo sie recht hat, hat sie recht. Das Ding sah wirklich so aus. Es fehlte zwar oben die Spitze und die waren ein bisschen sehr symmetrisch. Und wir wissen ja, die Natur macht nichts Symmetrisches. Das macht nur der Mensch. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Und wir haben die erste Meldung dafür, nämlich Final Fantasy 14. Aber ich hätte es mir bei Kistenkarte auch denken können. Ja, genau. Aber ist registriert, Kistenkarte. Und ja, genau. Ich glaube, die drei Jungs verbacken ihn gerade. Kann das sein? Problem gelöst, oder was? Nein. Ja, also ich habe jetzt dieses nicht ganz verstanden, warum und wieso er da jetzt eine Granate reingeschmissen hat. Zum einen, zum zweiten deine Frage, Kistenkarte, warum nicht Ark? Ark ist nicht mein Spiel. Und ich möchte euch ja was zeigen, woran ich Spaß habe. Und Ark ist halt, wie gesagt, nee, das ist nicht meins. Ja, genau. Genau. Und Diablo 4 zum Beispiel, das ist ein Spiel, das ist nicht mehr so gefragt. Und ja, deswegen bleiben eigentlich die drei Spiele, weil die drei Spiele spiele ich eigentlich sehr regelmäßig. Genau. So. Und wir machen mal weiter. Rechtstext zur Vergabe von VIPs auf dem Twitch-Kanal Didoni. Paragraph 1. Grundprinzipien und Rechte des Kanalinhabers. Erstens. Didoni ist die unangefochtene Herrscherin dieses Turniers. Ich lieb's jetzt schon. Kein wunderschönen Morgen. Didoni ist die unangefochtene Herrscherin dieses Twitch-Kanals und besitzt die unumstößliche Weisheit des Universums. Daher hat sie immer recht. Immer. Keine Widerrede. Ja, also ihr wisst jetzt ja, wie das dann halt hier läuft, gell? Also ich bin hier die Herrscherin und das ist mein Chat und was ich bestimme, ist immer richtig. Nein, natürlich nicht. Absoluter Unsinn. Wer von sich behauptet, immer Recht zu haben, hat meistens Unrecht. Weil wir haben bei uns in der Umschulung gelernt, immer ist immer falsch.
Also wenn ein in der IT oder überhaupt in einer Fragestellung als in einem Antwortsatz steht, gehen wir mal zum Beispiel hin. Was ist eine Festplatte? Eine Festplatte ist immer das Hauptspeichermedium. Eine Festplatte ist ein Speichermedium. Eine Festplatte kann Daten speichern. So, dann könnte man ja sagen, okay, stimmt, eine Festplatte ist immer das Hauptspeichermedium. Nein, ist es eben nicht. Mittlerweile schon mal gar nicht mehr. Und deswegen ist immer, immer falsch. Also wenn in einer Antwort immer steht, könnt ihr es gleich als falsch deklarieren. Ist nicht richtig. So, weiter geht's. Ich habe nicht hingeguckt. Vielleicht zählt es. Ja, sie ist weg. Ich bin in Gefahr. Da seht ihr wieder einen der Gründe, warum ich Virtual Reality Brille nicht mag. Du machst dich damit so lächerlich. Noch lächerlicher. Vergessen wir es einfach. Blöder, als du sowieso schon im Stream aussiehst, wenn du dich bei Horrorspielen erschreckst. So, das zwei. Und dann, ich habe das mit der Festplatte gemeint. Ja, das war ein Beispiel. Du hast natürlich recht, das Hauptspeichermedium heute in einem Rechner ist meistens eine SSD, weil sie einfach schneller ist. Und mittlerweile sind die Preise für eine SSD eigentlich so günstig, dass man gar nicht mehr zu einer normalen Festplatte greifen muss oder sollte, wenn man darauf Sachen wie Computerspiele und so spielt. Du hast ja bei dir, glaube ich, auch im Rechner mittlerweile zwei oder drei Stück drin. Ne? Zwei Stück, glaube ich. Also ich habe noch Festplatten drin. Ich habe auch noch zwei Festplatten bei mir am Router dranhängen. Da sind, die sind als für die geteilten Daten hier im Haushalt. In meinem Rechner habe ich zwei Festplatten drin. Da sind Bilderdateien und so drauf und Programme, die nicht unbedingt innerhalb von Sekunden starten müssen. So, aber die meisten Spiele sind bei mir wirklich auf den SSDs, weil damit ist es einfach schneller. So, weiter geht's. Ah, ich meine, guck mal, bei Pizzabrötchen ist so, du kannst sie ja halbieren und dann quasi zwei halbe essen. Das ist nicht so viel wie ein ganzes. Moment. Ihr wisst, ich liebe Mathe, aber das war jetzt weird. Ich kann ein Pizzabrötchen in der Mitte teilen und kann dann zwei halbe essen. Das ist dann nicht so viel, wie wenn ich ein ganzes esse. Also diese Logik erschließt sich mir nicht, weil zwei halbe sind immer noch ein ganzes. Ich habe mehr davon, oder es sieht sogar eigentlich sogar mehr aus, als wenn ich ein einzelnes auf dem Teller liegen habe, als zwei halbe. Das sehe ich jeden Morgen, wenn wir am Wochenende Brötchen essen. Ja. Gut. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr das gerne mal sagen, aber ich finde, das ist immer noch dasselbe. Also kann sein, dass ich heute ein bisschen krass lost und müde bin. Oh, schon mal ein Kabel hängen. Es liegt wirklich daran, weil ich echt ausgelutscht wurde heute Morgen. Ich sage nichts zu diesem Ausspruch, ich sage nichts dazu, nein. Oh doch, das wollte keiner wissen. Aber wenn das Spiel die Kamera aktivieren kann, ist es auch nicht so schwer, den Wunder darüber rauszuholen, zumindest den groben. Ja, okay, stimmt. Was hat sie in ihrer Nase? Aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich stand die Tage morgens vor dem Spiegel im Bad und war da am Machen und plötzlich guck ich so und denkst, was ist denn das? Seilt sich über mir, direkt über meinem Kopf eine Spinne ab. Ich habe ja keine große Angst vor Spinnen, aber morgens ohne Kontaktlinsen in den Augen und hingeht und noch nicht richtig ausgeschlafen, ja, also noch nicht richtig wach, das war, bin ich zur Seite gehüpft, gebe ich zu, ich muss leider dazu sagen, die Spinne hat es nicht überlebt. Sonst gehe ich immer hin und fange Spinnen und setze sie raus. Kein Problem. Aber solche Aktionen sorgen bei mir dafür, dass der sofortige Tod bei der Spinne eintritt. So. Ja. Also in kurzer Zeit, ein bisschen erschreckt habe ich mich dabei auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Weil bei uns sitzen die Spinnen normalerweise sonst in den Ecken. Im Bad haben wir davon eine ganze Menge. Also, von den Ecken meine ich jetzt, nicht von den Spinnen. aber die hat sich wirklich direkt mittig im Raum abgeseilt. Scheiße, wie heißt denn das nochmal? Das
See, aber lang. Und da geht so Wasser von Fluss. Ich vergrab mich mal gerade. See, aber lang. Und das ist ein Fluss. Okay, wusste ich nicht. Wieder eine neue Beschreibung für Fluss. Perfekt. Das ist ja süß. Hä? Hä? Okay. Das war ja niedlich. Das hätte aus jedem Anime sein können. Geil. Ja, ja, das war ein cooler Kill. Hat er den Erfolg perfekt bekommen? Was sagt er da? Wusste aber auch gleich, dass er... Ah ja, ja, ich habe mir das auch gedacht. Wobei, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe einen kleinen Moment überlegt, was er meinen könnte. Weil es gibt ja auch langgezogene Seen, aber das ist trotzdem immer noch ein See. Und dann habe ich überlegt, so, da meint bestimmt ein Fluss. Und dann kam er ja selber drauf. Aber richtig gut gemacht. Sehr schön, Kistenkater, danke. Ich zieh dir an der Nase raus. Ach nee, war nur ein Ast. Ist hier jemand? Oh, ihn Frosch, ich hasse Frösche. Ich auch. Lass weggehen. Da müssen wir noch hier vorne gucken, ob noch irgendwer da drin ist. Ey, einfach nur Ehre von den Leuten, einfach nur Ehre. Ja, Ehre ist aber auch das, was du von dir gegeben hast. Kennst ja meine Beschreibung von Wörtern, die mir nicht im Mund... Ja, genau. Ja, das kenne ich. Das ist... Ich muss dazu sagen, also unser Kistenkater kommt ja eigentlich aus NRW. Und er ist jetzt mittlerweile eingemeindet worden oder eingebürgert worden in Hessen. Weil er ist jetzt auch ein richtiger Hesse. Und in Hessen, zumindest hier in Frankfurt, sagt man immer, wenn man was nicht weiß, Dings. Das Dings, ja. Das hat er mittlerweile auch sehr gut drauf. Ja, warte, ich habe hier so einen Zombie da hinten drin. Toll, jetzt gibt wieder einer hinten in der Tür. Die gehen alle hier hoch. Oh, jetzt hast du... Oh. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Tanzt hier! Guck mal, Breakdance! Yo! Was zum Geier sollte das? Tanzende Geister, toll, spitze, sie sind in einer Bar. Was sollen die Geister da sonst machen, dumm rumstehen? Okay, das haben sie gemacht, aber gut. Wenn mich jemand nicht mag, dann biete ich hiermit offiziell an, dir hiermit die Einladung ausgesprochen, dich ganz, ganz fest zu umarmen, weil ich glaube, dann ist alles wieder gut. Ich nicht. Und du umarmst auch, aber ein bisschen fester. Okay, ja, gut. Von Olli oder Flo von den Flip Floyds mal umarmt werden? Warum nicht? Also, ihr habt das Angebot gehabt, könnt ihr ja mal annehmen. Wartet. Ich glaube, ich habe es hier auf Video Horst. Moment. Nein! Oh mein Gott, ist der Stream abgebrochen? Ich frag für eine Freundin, ist der Stream noch an? Normalerweise beendet. Nein, nee. Scheiße. Stream ist aus. Fuck. Genau. Sie liest den Chat weiter und wundert und geht dann hin und sagt, ja, der Stream ist aus. Nein, der Stream kann gar nicht aus sein, sonst könntest du den Chat ja nicht mehr lesen. Ja, manchmal gibt es Leute. Aber eins fand ich interessant, ihr Headset, aber das kenne ich, das ist das, ich glaube, das Kraken-Headset. Und Kistenkater, hast du gesehen, das Mikrofon von ihr, das war wie deins, du hast genau das gleiche. Ja, okay, weiter geht's. Also, da kann man auch mal zuschlagen. Habe ich gerade auf Amazon gefunden. Ich bin so beeindruckt von diesem Skill an Marketing, wie eine Katze erschießt, die einen Namen hat, um dann I Hate Gronkh Merchandise zu vertreiben.
Stimmt, darauf bin ich letzte Woche gar nicht gekommen. Vielleicht hat er das, diese Hülle selbst kreiert. Das wäre natürlich eine wirklich gute Marketingstrategie gewesen. Trotzdem muss ich sagen, ich würde mir diese Hülle nicht kaufen. Nein. Genau, weil etwas hassen ist die höchste Stufe des Nichtmögens. Gut, ich sage öfters mal, ich hasse das, aber meine das eigentlich gar nicht so. 506 7 5061 5 0 6 1. Bäh, du Drecksau! Ey, wirklich, wenn er nicht so laufen würde, während dein Monster kommt. Wenn er wirklich, wenn er sich ein bisschen beeilen würde, weißt? Wenn er nicht so. Wenn er ein bisschen Gas gibt. Wenn er ein bisschen an, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist halt in dem Spiel so. Das ist gewollt. Ja. Aber ich fand das Monster interessant. Muss ich sagen. So, weiter geht's. Hängt ihr das so auf, dass das Blatt hier vorne ist? Oder hängt ihr das so auf, dass das Blatt von da hinten ist? Das sieht genau gleich aus. Ja, es sah gleich aus. Ich habe aber verstanden, was sie meinte. Also ich mag es lieber, wenn das Blatt vorne anstatt hinten ist. Ich gebe auch zu, dass wenn ich in der Schule bin und es hat einer so hingehängt, dass das Blatt hinten ist, ich die Rolle umdrehe. Ja, Kistenkaller sagt auch, es gehört nach vorne. Ja, ist ja auch so. Und im Übrigen, als kleiner Hinweis fürs nächste Mal, wenn du sowas machst, lass bei dem, wo das Blatt vorne ist, einfach den unteren Strich von der Toilettenpapierrolle weg. Bei denen sieht man ja nicht, wie das Blatt vorne hängt. Little Nightmare! Ach, wie süß. Guck mal, eine Parches-Toilette. Wenn man mal zusammen schlecht gegessen hat, kann man trotzdem noch viel Zeit zusammen verbringen. Also jetzt wissen wir, wie das mit dem Pärchentoilette zustande gekommen ist. Trotzdem finde ich immer noch, dass das da oben falsch geschrieben ist. Ich rede hiervon. Weil da gehört noch ein Ä dahinter. Oder sehe ich das falsch? Also ich denke, weil Paar schreibt man ja auch mit zwei A. Also müsste man ein Pärchen ja auch mit zwei Ä schreiben. Erdbebendetektoren, die es gibt in Japan, ein sehr nützliches Hilfsmittel, einfach an eine Wand kleben. Und wenn sie sich bewegen, gibt es bald ein spürbares Erdbeben. Was? Erdbebendetektoren. Ach komm, lösch dich das gerade. Da hatte ich aber einer gut veralbert, obwohl man dazu sagen muss, dass das natürlich eine gute Idee wäre mit den Wackelaugen. Als Detektorin, klar. Allerdings wäre das Erdbeben schon da, wenn sie sich bewegen. Ich meine nur. Zum einen. Und Kistenkater schreibt gerade, ich liege falsch. Es würde keins hinkommen. Was hat er? Ich glaube, das hat was mit den Regeln zu tun, dass Ä, Ü nicht zweimal hintereinander stehen darf. Okay, ich werde das recherchieren. Außer du hast es schon recherchiert. Hallo Pferdchen. What the fuck? What the fuck? Was sollte diese Scheiße jetzt bitte? Oh mein Gott. Wisst ihr, wie lange ich Erkan und Stefan schon kenne? Und jetzt, ihn jetzt, einen von den beiden jetzt hier im Stream zu sehen bei Twitch Clips Germany. Puh, damit hätte ich nicht gerechnet. Cool. Okay, gut. Ja, also Kistenkeller meint, er hat das noch nie zweimal hintereinander gesehen. Aber wie gesagt, gucken wir mal. Das finden wir raus. Das finden wir auf jeden Fall raus. Verdienen wir mal was. Fuck this shit, I'm out.
Ja, Landung fehlgeschlagen, deswegen haut der Pilot schnell noch ab. Okay? Gut, so kann es auch gehen. Aber dass solche Landungsschiffe manchmal ganz schlecht sind, das kennen wir, kennt man ja aus geschichtlichen Dingen. Nee, ich habe ja auch ein neues Mischpult. Scheiße, ich hätte es nicht anfassen dürfen. Houston, we have a problem. Nein, lass doch einfach die Finger. Mach doch ein Bild von dem Ding und zeig es. Oder such dir die Werbeeinblendung von dem Ding raus und zeig es. Aber man hebt doch nicht im laufenden Stream etwas an, was zum Stream gehört. Und den gesamten Stream steuert. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt aus meinem Rechner hinten das Kabel von der Kamera rausziehen würde. Leute, gibt's. I love you. Das war süß. Oh, da habe ich Pipi in den Augen. Ich finde sowas süß, wenn Tiere mitmachen. Ich hatte gestern, habe ich Homeoffice gemacht und da lag die Katze fast den gesamten Tag hier neben mir auf dem Schreibtisch und hat am Unterricht teilgenommen. Ja, mehr oder weniger. Meine Tastatur in die Kamera. Ich hoffe, das Kabel reicht. Und ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Hier. Sieht ein bisschen aus wie ein dicker Frosch, ne? Und da sind meine WASD-Tasten. Die komplett langsam absplittern. Ja, das heißt, sie hat da keine, ach man, wie heißen die? Tasten drauf, so wie ich auf meiner. Das heißt, die platzt nicht mehr so leicht ab. Könnt ihr auch schon gerne nachkaufen, wenn ihr eine mechanische Tastatur habt, um die auszutauschen. Hilft. Vor allen Dingen bleibt an den Dingern nicht so viel Dreck hängen. Kann ich euch aus Erfahrung sagen. So, der Kist kann da was Größeres geschrieben, habe ich gerade gesehen. Und ich will das gerade mal vorlesen. Also, wenn das Nomen schon ein Umlaut hat, wie zum Beispiel Pa, dann bleibt dieser Umlaut im Diminutiv erhalten, aber er wird nicht verdoppelt. Deshalb schreibt man Pärchen und nicht Pärchen oder Pärchen. Okay. Das ist doch beides gleich geschrieben. Okay. Das gilt auch für andere Wörter mit Umlauten, wie zum Beispiel H und Herrchen, Saal und Sälchen. Ah, okay. Gut, also wieder was gelernt. Wenn ihr ein Doppelvokal habt hintereinander und ihr macht das in einen Umlaut, also A zu Ä, Ö zu O zu Ö und Ü zu, U zu Ü, so. Dann wird das zweite weggenommen und es bleibt nur eins stehen. Gut, haben wir wieder was gelernt. Seht ihr? Das ist auch ein Lernstream hier. Liebste Onea, nicht mal der hinterste Hinterwald kann dich von deinem Mindset als Entrepreneurin abbringen. Das ist Französisch und das nehme ich nicht in den Mund. Keine Chance, dass ich das Wort wiederhole. Da hole ich mir einen Knoten in die Zunge, dann könnten wir den Stream abbrechen. Nix. Zeig euch mal was. Ja. Ist das ein Hund? Das ist ein Hund. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist tot. Nein, es bewegt sich doch. Es ist nicht tot. Und das sind auch keine Nervenzuckungen, sondern das Ding lebte noch. Das war ein Hund. Oder wie man bei uns so schön sagt, eine Fußhupe. Weil für einen Hund ist es zu klein. Das ist... Ha ha ha!
offiziell verrückt. Ja! Keine Widerworte zu dieser Aussage. Ich stimme dem voll und ganz zu. Weiter geht's. Sehr gut, Kari. Du hast so gut geknetet. Du hast so gut geknetet, Kari. Wie hast du mich denn angeguckt? Hä? Was denn? Was denn? Habt ihr den Blick gerade gesehen? Irgendwie hat die Katze Angst vor deinen Händen, habe ich das Gefühl, weil immer wenn du mit den Händen rankamst, ging sie zurück. Das sollte dir zu denken geben. Scheiße, es kommt einer von vorne. Meine Bildschirme sind schwarz. Nein, ich will nicht, dass Änderungen vorgenommen werden. Was soll das denn? Hallo? Bruder! Das war mal Glück im Unglück. Das hört man immer wieder, dass ich nehme mal an, er hat wahrscheinlich ein Elgato. Ach man, wie heißt der jetzt? Capture Stick. Und da kommt das immer wieder mal vor, dass das Ding ausfällt. Wenn es eine interne Karte war, würde ich mir Gedanken machen, weil das sollte eigentlich schon nicht passieren. Was war das? Was meinst du jetzt, was war das? Das mit der Katze? Oder das mit dem Hund? Von Milchbaum. Ich krieg hier aus irgendwelchen Gründen im Stream keine Zeiten angezeigt. Dieser verrückte Typ. Ach so, der ist so kurzsichtig. Ja, dass er, Aschenbecherböden als Gläser hat. Und wenn du da die Brille hoch und runter machst, dann versetzt das. Und deswegen, ja, und manche machen daraus sich halt einen Spaß. Und er ist verrückt. Wenn man schon Bierslayer heißt. Ja, gut, weiter. Ich bin's nicht. Ich hab meine Handy hier. Doch. Warte. Ja, du hast aber noch. Was ist. Meine dritte Hand. Ja, was ist denn mit der dritten Hand hier? Mach die mal weg jetzt. Da. Hör auf! Der Trick ist so uralt. Der Trick ist so uralt. So hat sie gemacht. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich war halt sehr daran gestrubt, das man hat es nicht gesehen. Der Trick ist so alt. Sieht immer aus, als wenn das brennt. So, und alles zieht schön in das Altenheim, ne? Aber geräucherte Ware hält die länger, habe ich gehört. War der schon wieder böse. Ja, du bist auch böse. Solche Sprüche bringt man nicht und gar nicht, schon gar nicht im Stream, wenn es dir ja mitbekommt. Nix gut, gar nichts gut. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Ich sehe aus wie der neue Hauptcharakter von Hereditary oder so. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, sie hat ein Video von sich genommen und hat das künstlich altern lassen, um zu sehen, wie sie im Alter aussieht, wenn sie dann noch streamen würde. Und ich fand das gut gemacht. Ich habe einen Moment gebraucht, das zu verstehen. Ich dachte erst, es wäre ihre Mutter oder was, aber nein, das war sie selbst. Unsere Marti. Mann, das ist ein typischer Tintin, ihr spinnt alles. Also kann ich euch wirklich erzählen, was zum Geier? Hallo Spiel? Ihr spielt Spielwelt. Warte mal, stopp jetzt, hallo. Das ist halt. Fuck you jetzt, lass mich doch nicht. Ja. Ja, das ist, wenn man zu viel redet und nicht guckt, was man macht. Das ist immer ganz schlecht und dann kommen solche Sachen dabei raus. Und wenn du jetzt in einer Endlosschleife bist, hast du Pech gehabt, darfst du von vorne anfangen. Guck mal, du gehst als Creator aus der Red Bull Lounge, ne? Und hast den Red Bull mitgenommen und alle draußen dann diesen hier. Wartet. Schwöre, Bruder, gib mir bitte, komm schon, bitte, gib mir einen. Ey, ich schwöre, ich küsse dein Herz. Bitte, gib mir. Falls ihr nicht wisst, was sie damit meinte, auf der Gamescom gab es dieses Jahr wieder eine Red Bull Lounge. Das war für die Creator, die sich zurückziehen wollten, um von ihren Fans mal ein bisschen Ruhe zu haben oder allgemein ein bisschen Ruhe zu haben.
Da sind wohl einige Fans etwas sehr extrem gewesen. Und das hat sie jetzt damit verdeutlichen wollen. Fand ich aber schön gemacht und ja, so ist das nun mal. Unser wahres Gesicht. Nein, wir sind wirklich noch Vampire. Nein, wir sind nicht Vampire. Das doch, wir sind noch Vampire. Nein, wir sind nicht eingefroren. Hundertprozentig nicht. Siehst du, wir sind Vampire. Oh. Siehst du, wie mich meine Mund bewegt? Was? Ha, 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 ha. Also für mich seht ihr eher aus wie fehlgeschlagene Hexen mit langen Eckzähnen. Aber nicht wie Vampire. Man sollte euch vielleicht mal erklären, wie Vampire aussehen. Ich meine nur, also so rot sehen die nicht aus. Vampire sind bleich, aber nicht rot. Auch wenn sie indianische Vampire wären, wären sie nicht rot. Zumal Indianer nicht rot sind. Das war, dass die rot aussahen, war durch den Sand der Prärie. Jawohl. Wir müssen balancieren, das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Ja, macht es mal. Und tschüss. Ja, das hat schon wieder wow. Doch, balancieren ist hier was. Ja, mehr als es hat nicht funktioniert, kann man dazu nicht sagen. Weiter geht's. Oh, nein! Bitte! Oh, komm schon, geh doch rein. Oh. Richtig wild! Richtig wild! Nein, ich seh ihn nicht! Respekt! Respekt! Den Ball von der eigenen Torlinie mit dem Auto weggestupst und dann ins gegnerische Tor gebracht. Respekt! Das schafft nicht jeder. Wieder da. Schnell! Und tschüss! Oh mein Gott! Oh. Alter, wie gestaged sah das bitte aus? Das muss todesgestaged ausgesehen haben, weil ich bin hier reingetreten! Ja. Augen auf, wenn man laufen will, auch wenn man es eilig hat. Und tschüss. Rainer's got the bloodlust going. Ja, das war Glück im Unglück mit seinem Stuhl und also die Haltbarkeitsprobe des Drehkreuzes unten mit den Rollen hat das Ding schon mal bestanden. Ich muss sie tatsächlich ein bisschen lockerer nähen. Also, und mit bisschen meine ich. Krass lockerer nähen. Aus dem Ding kommst du nicht mehr raus. Geil. Ja, das ist, wenn es zu klar Daniel? Eng ist. Und jetzt Daniel? Ist keiner da. Sie kommt da nicht mehr raus. Geil. Hilfe. Hilfe. Mauki hängt in einer Jacke fest. Hilfe. Ja, so, eins machen wir jetzt. Wir sagen unserem Kistenkater gute Nacht. Der legt sich nämlich nochmal hin. Und wir schauen weiter. Aber nein, wir schauen gleich weiter. Aber Mauki, du solltest vielleicht eher vorher gucken, ob das Ding passt. Schon beim Anziehen hätte ich festgestellt, das passt nicht. Also, ja. Du warst sehr optimistisch, muss man dazu sagen. Bannwing Speedtech? Ich wurde gebannt, weil das Spiel gedacht hat, ich habe einen Speedtech drin? Ja, so kann es eben gehen. Manchmal ist auch das Verhalten normaler Nutzer für das Spiel durch die Detektoren und die KIs als verboten angesehen. Das ist immer ganz schwierig, deswegen ganz vorsichtig sein da. Und da seht ihr mal, dass KI nicht immer das Beste ist, was man haben kann. Weiter geht's. Okay. Pass auf. Ah, geil. Ja. Boah, es ist schwierig. Der erste Geschmack ist fies. Nur ein Tropfen, dann ja. Dann ist der Geschmack actually richtig geil. Ja. Und dann kommt der Nachgeschmack. Der ist auch wieder weird. Ja, genau das. Was ist das jetzt für eine neumodische Sache wieder mal? Obwohl, das hatten wir früher auch schon. Also, ich habe früher häufiger Maggi so gegessen. Gut, okay, ich hatte danach auch die entsprechende Wirkung. Aber
Ja, wir haben auch mal früher gesagt bekommen, aus was Maggi angeblich gemacht ist, was natürlich nicht stimmt. Und ich werde das jetzt hier nicht wiederholen, weil sonst gibt es hier eine große Krise. Und ja, genau, weiter geht's. Horror Game. Hier, Sailor Moon. Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Damit hast du dich für mich ins Abseits gekickt, nur damit du es weißt. Und tschüss. Vielleicht fühlt man sich einfach mit solchen Aufnahmen wohler. Vielleicht versteht man dann, worum es ging. Ah, deswegen. Also es gab dafür einen Erfolg und deswegen hat er das gemacht. Schlau eingefädelt, lieber Gronkh, aber ich bin trotzdem böse mit dir, dass du die Katze erschossen hast. Wir machen ein Bild mit dir. Ja, so. Jawohl. Ich mach ein Bild mit euch. Jawohl. Moin. Ich bin jetzt auch irgendwo, oder? Ja, im Internet. Wo? Twitch. Conny, Twitch. Ey, Conny, ist doch Conny. Ronny! Hallo, ich wollte dir ein Foto machen und ihr wisst gar nicht, wie ich heiße? Doch! Ronny! Oh Mann! Das sind solche Fans, die haben entweder schon auf der Wiesn zu viel getankt oder sie sind einfach nur. Ich habe das Gesicht schon mal gesehen, ist bestimmt jemand berühmt, das war mal ein Bild mit. Wie viele Leute noch nicht? Oh Mann, wie kann man auch nur mit einem Eis auf der Uferpromenade bei Sonnenschein durch die Gegend rennen, wenn da muss man mit rechnen, dass eine Möwe kommt und versucht, sich das zu holen. Völlig normal. Okay, mein Name ist Tim Horus und warum ich als erstes werfe, seht ihr jetzt. Ach, Scheiße! Waffe-Effekt. Im Prinzip war es die 9. Timmy! Du musst übertreten. Du schaffst das jetzt. Mein Name ist Tim Horus und warum ich als letztes werfe, seht ihr jetzt. Ich hab perfekt die 9 getroffen. Oh Junge! Mach nochmal dahin. Mein Name ist Tim Horus und warum ich in der Mitte werfe, seht ihr jetzt. Also erstmal war das weird, dass er jedes Mal mit der Pfeil eine Zahl getroffen hat. Zwar nicht innerhalb dessen, wo sie getroffen werden sollte, aber interessant. Und bei der 14 genau in die Mitte von der 4 zu werfen, super. Ja, gibt's Daumen hoch von mir. Ja, so kann's gehen. Das hatten wir schon lange nicht mehr, fällt mir gerade auf, dass wir solche aus der Bahn geratenen LKWs hatten. Hatten wir eine Weile, da war das fast jedem Stream mindestens einer drinne, hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Und das sieht weird aus. Aber er wird wieder super singen, weiß ich jetzt schon. Das ist das Ding, that I wouldn't do. Alles würde ich machen. That's not the way I play. Eins muss man ihm lassen. Das hat er geil nachgemacht. Richtig geil. Also, das ist schon fast schon besser als das von hingeht von, wie heißt er? Britney Spears selbst. Das in einem Video haben wir ja hier. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt schaffe, weil ich tatsächlich sehr viel Leben bis dahin schon verloren. Nein, schaffst du nicht. Oh, schaffst du doch. Fallschaden gibt's übrigens auch. Und Elektroschaden auch. Ja, also es gibt in Lies of P Fallschaden und Elektroschaden. Also vorsichtig sein vor Fällen und Elektro. Jetzt er dreht sich. Jawohl, und los geht's. Wir angeln von der Luft aus, Leute. Wir angeln. Das ist ein Spiel, was wirklich sehr verbuggt ist, wie man sieht. Also nicht kaufen.
Dankeschön, Zobo. Papageien! Für diesen sehr wichtigen Hinweis. Dankeschön, Der Papagei ist geil. Cool. Das ist mein Favoriten-Clip heute. Der Papagei. Der Papagei. Genau. Das hier, alles, was man raten könnte, habe ich verfehlt. Und nur die Sachen, die ich wusste, habe ich gewusst. Da ist er, der Spruch der Woche. Die Sachen, die ich wusste, habe ich gewusst. Ja. Wie wäre es auch sonst? Ansonsten wären es ja Dinge, die du geraten hättest. Aber schön der Spruch und unser Kistenkater hat ihn verpasst. Muss ich ihm nachher sagen. Mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug... Was zum Geier hat er mit seiner Kamera gemacht? Es sah weird aus, richtig weird. Okay, weiter geht's. Schön, dass du da bist und danke schön für dein Foto. Sehr klein, sehr eng. Sehr klein und eng. Okay, Andi mag nicht klein und eng. Sehr wenige Waffen. Hina ist raus. What the fuck? Was hast du nicht gesagt? Was für komische Gesprächsthemen kann man in einem Shooter haben? Also, und das zur kinderfreundlichsten Zeit. Ja, deswegen streame ich morgens kinderfreundlich. Nein, natürlich nicht. Ist Babykatze ein Codewort für irgendwas? Nein, er hat wirklich eine Babykatze. Als ob ich zu Onkel Tobi fahre, weil ich was anderes will, als seine Babykatze zu sehen. Oh mein Gott, du dachtest, ich meine seinen Penis? Penis! Ja, ich glaube, das hat er gedacht, aber... Das lässt jetzt tief blicken mit Babykatze und diesem Vergleich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay. Ja. Happy Birthday! Cooler Delay. Sollte man mal einstellen, dass zwischen Tonausgabe und Bild in der Kamera nicht so ein großer Unterschied ist. Ja, das ist was manche Streamer vergessen. Manchmal nutzt man das aber auch als Gag oder Effekt. Genau. Ja. So, wie leicht sich dieser Erik mal aufregt. Ja, ist schlimm. Schlimm mit dem. Der ist einfach ein wandelnder Choleriker. Cholerik. Das erklärt alles. Okay. Und für die Leute, die nicht wissen, wie der gemeint hat, er hat sich selbst damit gemeint. Und dann habe ich gesehen, da ist eine Fliege, so eine tote kleine Fliegenfliege. Frostfliege, nee, wie heißt die? Hallo! Fruchtfliege, dankeschön. Fruchtfliege, ja. Manchmal hat man Fruchtfliegen und weiß gar nicht, wo sie herkommen. Das Problem haben wir momentan. Wir haben einige Fruchtfliegen und kein Mensch weiß, wo sie herkommen. Bei uns. Weil bei uns nichts ist, wo sie herkommen könnten. Ja, wir müssen dem Rätsel noch auf den Grund gehen. Ob es hier jemanden gibt, den wir vielleicht... Oh nein, der macht auch Feierabend. Der ist auch ein ganz lieber Kerl. Ist ein lustiges, sympathisches Kerlchen. Der nein, Badox. Der guckt bei mir gerade rein. Wir gucken uns gerade gegenseitig zu. Hallo Badoxen, wie geht's dir? Hi, wie geht's dir, du geile Sau? So, wer ja, jetzt ist die Frage, wer raidet wen? Das ist immer so eine Sache. Mit den Raids. Ich habe leider meist am Ende vom Stream zu wenig Leute, um zu sagen, hier, raiden. Sonst würde ich das auch machen, weil das sollte man schon tun, um die Kollegen zu unterstützen. So, und ja, wir machen weiter. Problem ist, Ostblondinenwitze sind auch alle nicht lustig.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu blöd bin, zu verstehen, weil ich blond bin. Oh Gott. Habe ich gerade selber einen Blondinenwitz über mich gemacht, ohne das zu merken? Hast du. Und du hast dich damit geoutet, dass du als Blondine wirklich nicht die hellste bist. Ja. Im Übrigen, ich bin blond, ja. Es ist auch meine Naturfarbe im Normalfall, auch wenn ich hin und wieder schon mal rot hatte drinne und ich hatte auch schon mal schwarz und blau und so, alles Mögliche. Aber ich krieg zumindest vom Umfeld bei mir immer gesagt, dass ich keine typische Blondine bin, weil ich einfach genügend Dinge weiß. Nicht alles, aber genügend. Oh Mann, die sind so blöd. Die Karten sind übrigens normal groß. Ja, komm, sag es. Sag es. Hansi. Das ist gerade die Familie von Lillimon, die da spielt. Welcher Pfleger hat dem alten Mann eigentlich schon wieder Zugang zum Internet gegeben, hä? Ich war's nicht. Und Gronkh keinen Zugang zum Internet zu geben, ich glaube, dann würden die Telekommunikationsfirmen in Deutschland alle pleite gehen und das gleichzeitig. Ich denke mir auch bei einer Frau mit einer schönen Oberweite geile Titten. Ich sag's ihr nicht, ich bin doch nicht bescheuert. Aber ich denke mir, das sind aber wunderschöne Melonen. Okay, solange du es nur für dich spälst und für dich sagst, ist es in Ordnung. Du hast es jetzt aber über den Stream gesagt und jetzt weiß das jede Frau, die da zugeguckt hat oder das hier im Nachgang sieht oder bei Twitch Clips Germany oder bei anderen Direktkollegen und Kolleginnen. Und ja, genau, weiter. Weh. Oh Gott, kaputt. Gottes Willen, aber das muss ich jetzt auch ausprobieren. So. Das sah bescheuert aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn die Moonigang am frühen Morgen Twitch Clips Germany guckt, dann kommt sowas raus wie sowas hier. Nicht euer Ernst. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass wir den Rest des Streams nur noch solche Dinge sehen. Bevor die Frage aufkommt, nein, ich mach diesen Blödsinn nicht nach. Ich mach das jetzt weh. Ich bin eh so ein Esel. Ihr kennt doch Schreck. Esel fickt ja mit dem Drachen. Das machen wir jetzt auch. Du hast so schöne... Au, ja, du bist gar kein Drache. Ich dachte, das Feuer kommt vom Drachen. Ja, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Du... Nein, darüber will ich jetzt nachdenken. Nein, weiter. Das Ding ist, Komisch. Ich bin nur eine halbe Katze. Deswegen wird Gronkh mich nicht töten, oder? Oder? Nehme ich nur eine halbe Patrone. Das Boah. Ist gemein! Boah, ist er fies. Was? Er hat ja gesagt, er tötet Katzen nur, wenn sie einen Namen haben. Oben links, every Luna ever. Ich sehe den Namen, ich sehe die Katze, ich sehe Potenzial. Und ich habe einen Namen, soweit ich war. Ja, das war die Twitch Clips Germany. Und ja, du hast damit Potenzial, denn du hast einen Namen, du bist eine halbe Katze und Gronkh könnte eine halbe Patrone benutzen. Und schon wäre die Sache geklärt. Hoffen wir, dass Gronkh dir nie über den Weg läuft. Mit einer halbgeladenen Waffe in der Hand. Nein, natürlich nicht. Gronkh würde das, glaube ich, bei den besten Personen nie machen. Aber es war eine tolle Folge, es hat mir sehr gut gefallen, vor allem das mit der Katze und dem Papagei. Also die beiden Clips waren heute meine absoluten Daumen hoch. Und ja, wenn euch das Ganze auch so schön gefallen hat mit meinen Kommentaren hier unten, nein, stimmt doch gar nicht, da, wird es jetzt eingeblendet, könnt ihr reagieren drauf. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder irgendwas habt, was man reacten könnte oder sonst was loswerden wollt, ab damit unten in die Kommentare. Und ja, wenn ihr diese Folge hier mal ohne meine Kommentare sehen wollt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und da ist auch der Link zu meinem Twitch-Kanal. Da feiern wir demnächst ein Jubiläum
Nur so ein Rande eingeworfen. Und bevor ich es jetzt hier vergesse, gibt es natürlich von mir ein Like. Das abonniert habe ich schon. Glöckchen wird aus bestimmten Gründen nicht aktiviert. Warum? Habe ich schon mehr als einmal gesagt. Wenn ihr es trotzdem wissen wollt, schaut einfach beim Jubiläum rein. Genau. Und ja, mir bleibt dann für diese Woche und diese Folge Twitch Clips Germany nur zu sagen Dankeschön und Tschüss. Eure Josie.